Ja, ich merke, dass immer mehr Tesla Model 3 Fahrer gerne ihr Auto abdichten möchten. Und zwar einmal die Türen oder eben auch den Kofferraum vorn und hinten. So auch gestern. Da habe ich jemanden getroffen, der hatte allerdings das falsche Dichtungskit gekauft und hat leider umsonst 36 bis 40 Euro ausgegeben. Und die Dichtungen sind nicht verwendbar. Also einmal sind die sehr hart und sie kleben nicht richtig und halten auch nicht gut. Das heißt, ich merke immer mehr, dass Leute mich da ansprechen, die ich treffe, die das Auto von mir jetzt sehen und möchten das dann ganz gerne genauso machen. Das ist für mich immer ein bisschen Arbeit und ich muss immer wieder einzeln die Links schicken, wo ich das gekauft habe und so weiter. Jetzt habe ich mir gedacht, mache ich doch im Prinzip mal so ein gesamtes Video auf meinem YouTube-Kanal und wenn dann wieder eine Frage kommt oder jemand das so machen möchte wie ich, dann kann er das gerne jetzt im Prinzip sich anschauen, das Video auf meinem YouTube-Kanal, in der Hoffnung, dass er vielleicht auch ein Abo dalässt und ich vielleicht einen Abonnent mehr habe. Könnte ja sein. Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Und bloß kein Tesla kaufen, wisst ihr ja, ohne den Empfehlungslink zu benutzen. Da bekommt man nämlich 1500 Freikilometer. Aber das steht auch alles in der Beschreibung drin. Ja, fangen wir einfach mal an. Interessant war gestern, wie gesagt, ich hatte ja unser Tesla Model 3 nach einem Jahr Entscheidungsfindung dann gekauft und konnte mich sehr gut darauf vorbereiten. Das heißt also, ich hatte im Prinzip alles schon gekauft, also auch die Dichtungen, und bin eigentlich, nachdem wir das Fahrzeug abgeholt haben, in Neuss unmittelbar nach Hause gefahren und habe das auch unmittelbar praktisch abgedichtet. Das heißt, ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, wie denn solche Türen hier sozusagen ganz normal schließen ohne Dichtung. Und gestern, muss ich ehrlich gestehen, als ich dann den Wagen daneben gesehen habe, der eben nicht abgedichtet war, und dann haben wir mal verglichen, beide Türen. Also wenn ich das jetzt aufgenommen hätte auf Video, also ihr würdet es nicht glauben. Da liegen Welten dazwischen. Das ist nicht eine Welt, das ist ein ganzes Sonnensystem. Ja, du machst die Tür zu, wie bei einem Trabi. Und hier machst du die Tür zu, wie bei einer Luxuslimousine. Also die Unterschiede sind gravierend. Also ich kann nur jedem empfehlen, dichtet das Auto ab. Es ist einmal vom Klang der Türen, beziehungsweise eben auch von der Geräuschkulisse im Auto, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Deswegen unbedingt abdichten. Ich habe das mal hochgerechnet. So 1 Meter Dichtung kosten ungefähr 4 Meter. Und man braucht für dieses Tesla Model 3 etwa 20 Meter. Also ist man so bei 80 Euro. Da hat man aber dann wirklich alles drin und vielleicht auch noch ein bisschen Sicherheit. 80 Euro und das Auto ist komplett abgedichtet. Man braucht zwei Typen von Dichtungen. Und zwar braucht man einmal eine Z-Dichtung. Die habe ich mitgebracht. Und zwar, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, dass das für euch auch aussieht wie ein Z. Das hier ist eine Z-Dichtung. Z wie Zulu. Und die sieht so aus. Von der braucht man nur ganz wenig. Davon reicht eigentlich, wenn man sich eine Tüte kauft und in der Tüte sind 4 Meter drin. So, dann gibt es die Tüte, wo man ganz viele Tüten von braucht, nämlich mindestens mal 5 Tüten, vielleicht sogar 6 Tüten. Das sind P-Dichtungen, die heißen P-Seal, also P-Dichtungen. Die sehen aus wie ein P, kann ich hier mal zeigen. Und von denen braucht man am meisten. Wie gesagt, ich werde die ganzen Links unten, wo man das kaufen kann, alles unten in die Beschreibungsbox rein verlinken. Und auch meine Videos nochmal, die ich dazu mal gemacht habe, damit man alles zusammen hat. Und jetzt komme ich auf den Punkt, man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Ich habe das auch von jemandem abgeschaut, wie er das gemacht hat. Und ich fand das wirklich sensationell. Und zwar von einem Amerikaner, der YouTube-Kanal heißt Tesla Fans. Ich habe gerade nochmal geschaut, der hat fast 200.000 Abonnenten, aber ich glaube, er macht nicht mehr so viel. Und dieses Video, wo er das Auto abdichtet, da hat er insgesamt fast 300.000 Klicks drauf. Das werde ich auch unten mal reinsetzen und das würde ich mir dann an eurer Stelle dann anschauen, weil er hat das sehr gut gemacht. Aber er ist auch running out of seals, also er ist nachher auch, hat er zu wenig gehabt und das ist doof. Deswegen kauft genügend, damit ihr nicht plötzlich da steht und es nicht zu Ende machen könnt. Also er hatte zu wenig Dichtung. Man glaubt nämlich gar nicht, wie viele Meter das hier sind. Das ist unglaublich, aber das hatte ich ja eben gesagt, wie viele Tüten man sich da zulegen soll. Ja, so, das soll es eigentlich schon gewesen sein.
ich würde mal sagen, jetzt hat man mal alles so ein bisschen kompakt in einem Video. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal irgendwo angesprochen werde, wie auch immer, kann ich sozusagen auf dieses Video jetzt verweisen. Und dann kann derjenige sich sozusagen alles anschauen und hat es sozusagen auch kompakt jetzt. Und für mich ist dann auch weniger Arbeit. Deswegen habe ich es jetzt nochmal gemacht und einfach auch nochmal, um zu helfen. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen sonnigen Sonntagnachmittag bei unfassbaren 25 Grad. Sehr, sehr angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke mir mal, dass wir wahrscheinlich dem guten Wetter versuchen, nochmal hinterherzufahren in ein, zwei, drei Wochen jetzt demnächst Richtung Süditalien. Von da aus werde ich mich natürlich nochmal melden und würde auch dann, denke ich, nochmal ein kleines Video reinsetzen. Und dann kann man mal gucken, ob man überhaupt mit so einem Standard Range Plus über 1000 Kilometer da irgendwie Richtung Rom, Florenz überhaupt dahin kommt. Das werde ich dann mal berichten und wie die Fahrt dann insgesamt gewesen ist. Ob wir fahren, steht noch nicht fest. Das wird sich dann einfach entscheiden, wie die Wetterlage auch ist. Müssen wir mal gucken. Okay, also da will ich nicht zu viel versprechen. Vielleicht geht es auch in eine ganz andere Richtung oder auch gar nicht. Okay, dann schönen Sonntag noch. Der Jörg aus Darmstadt. Tschüss.